Grüße und herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner August-Energie. Bin ich gespannt, was ich dir diesen Monat sagen darf und zeigen darf. Deine Hauptenergie legen wir auf die Seite. Wir haben, du kommst voran, also es geht voran mit was auch immer du tust, mit dem Bewusstsein. Also du kommst bewusst voran, weil du etwas dafür tust, ist egal, was es ist. In der Partnerschaft oder in der Partnerschaft mit dem Leben oder mit der Partnerschaft, wo du vorankommen willst. Du transformierst, das finde ich sehr schön, dein Heim. Also, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, das Transformieren vom Heim kann auch Aufräumen sein, Renovieren sein oder sonst irgendwas, weil du veränderst dein Heim. Es kann aber auch sein, dass du einfach dein Umfeld veränderst. Dass du, weil hier Energie vom Körper liegen, dass du einfach auf einmal den Freunden mehr Gewicht schenkst, die irgendeine Art Sport machen, weil du das auch machen möchtest oder so. Also dein Umfeld oder dein Heim wird transformiert. Auch das ist so oder so gut. Mutlosigkeit geht auch voran. Das geht aber weg in dem Moment, wo du bewusst dein Leben gestaltest. Ich weiß, da ist oft Mutlosigkeit dabei, weil alles nicht so schnell passiert, wie wir es gerne haben wollen. Weil wir wollen so Klick machen und alles ist wieder gut oder alles ist anders. Das geht halt meistens nicht so. Aber wenn dir das bewusst wird und eine Partnerschaft eingehen, siehst du auch die kleinen Schritte. Darum sehe ich das jetzt gar nicht so schlimm. Hier ist auch als Hobby, was hier vielleicht auch mit der Energie vom Körper zu tun hat, hier kommst du mehr in ein Hobby, mehr in ein Tun, was du gerne tust, denn du hast Sorgen, die du aber hier jetzt schon wieder transformierst und den Stress genauso. Vielleicht hast du Stress mit deinem Körper zum Beispiel, weil hier Energie vom Körper liegt und hier der Stress, den du aber bewusst transformierst, weil du mehr auf deinen Gefühlen hörst, die dich schon langsam nerven. Das heißt, dir ist hier bewusst, sonst wird es dich nicht nerven, dass hier mit dem Körper oder mit deinem Heim, wo du die Energie körperlich brauchst, also wenn du jetzt umbaust oder ausbaust oder herrichtest oder sowas, brauchst du auch deinen Körper und auch die Körperenergie dazu. Oder es geht grundsätzlich um deine Körperenergie. Du weißt, hier passt etwas nicht und das nervt dich schon länger, weil Nerven tut es nicht, wenn dich eine Grille nervt, die muss erstmal eine Zeit lang zirpen, bis sie dich nervt. Das heißt, es muss erstmal schon eine Zeit lang da sein und dann erst nervt es dich. Also du hast ja erkannt, dass hier irgendwas nicht passt, am Haus, im Haus, in dein Umfeld, an deinen Körper, je nachdem, und willst es hier transformieren, weil das eben dich stresst. Vielleicht hat es sich auch anfangs ein bisschen mutlos gemacht oder der Anfang ist mutlos, das jetzt, das wie fange ich denn da an, wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus renovieren willst von Grund auf, dann stehst du erstmal vor einer Riesenaufgabe, wo fange ich an? Wenn du dein Leben unstrukturieren willst, also dein eigenes Leben, dein eigenes Heim, was mit deinem Körper zu tun hat, also dass du Energien neu aufarbeiten willst, Glaubenssätze anschauen willst oder so, dann ist auch erstmal, du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und beim Sport hier, wenn du hier von körperlich etwas machen willst, ist es genauso. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Macht anfangs ein bisschen mutlos, aber da, sobald du das bewusst wird und du immer mehr da einsteigst, wird das auch viel, viel leichter und die Mutlosigkeit geht gleich wieder weg. Du machst dir eben da Gedanken drüber, ja, und hast natürlich Angst, meistens Angst vor einem Fehlschlag, ja, vor dem, dass es weniger ist. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Man hat Angst, bevor man überhaupt angefangen hat, dass man es vielleicht nicht schafft. Aber das ist einfach Denkangst, also vom Ego, die Angst vom Ego. Dass das Ego ist ja dein Freund. Das Ego arbeitet ja positiv für dich. Also es gibt Leute, die sagen, Ego in Keller sperren, abschließen und Ketten rum und keine Ahnung was. Bin ich gar nicht dafür, denn Ego arbeitet nur für dich. Mit deinen Vorgaben und will dich schützen. Und wenn dein Ego merkt, du hast hier Probleme mit dem Haus, weil das eben renovierbedürftig ist, sagt es schon hier, mach mal. Wenn du es aber merkst, dass du dadurch mutlos wirst und wirklich im Stress kommst, dann heißt, ach, das kannst du morgen auch noch machen. Das macht das Ego, um dich zu schützen, nicht so in den Stress zu kommen. Wenn du sagst, ja, ich will hier unbedingt abnehmen, weil meine Körperenergie zu viel ist, das nervt mich schon lang, dann
und dann du mutlos bist, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen willst, dann sagt das Ego, oh, wenn wir es jetzt nicht schaffen, wenn wir weniger anfangen, abnehmen, um Gottes Willen, ich will dich gleich darauf vorbereiten, oder wir fangen erst gar nicht an, seien wir zufrieden, wo wir sind und bla bla bla. Das macht es nicht, um dir zu schaden, sondern um dich nicht noch mehr in die Angst, noch mehr in die Mutlosigkeit fallen zu lassen. Das will ich eigentlich auffangen. Das musst du nur mal bewusst werden, dass diese Angst aus der Vergangenheit kommt. Ist egal, um was es geht. Jeder hat schon mal einen Rückschlag erlebt. Jeder hat schon mal erlebt, dass etwas nicht so geklappt hat, wie er gewollt hat. Das ist ja eine vergangene Erfahrung, auf die das Ego zurückgreifen kann, jetzt und tut. Und auch in der Vergangenheit war schon so, oh, Angst, dass es jetzt wieder so ist. Aber das ist reines Ego-Denken. Das ist reines Denken aus der Vergangenheit. Es muss überhaupt nicht so sein. Das muss dir bloß bewusst sein, dass das aus der Vergangenheit kommt und das überhaupt nicht so sein muss. Denn hier hast du eine Berufung mit drin. Das heißt, du hast nicht nur das starke Gefühl, hier etwas machen zu müssen, zu sollen, sondern es drängt dich dazu. Es ist jetzt eine Art Berufung für dich. Es drängt dich dazu. Und was du hier noch, das, was dich hier so nervt, sind reine Glaubenssätze. Das heißt eben, wie das Ego schon sagt, das klappt ja wieder nicht. Das ist ein Glaubenssatz hier, das ist ein Glaubenssatz. Das Ego kann nur so drauf schließen. Das heißt, werde dessen bewusst, dann kannst du es einfach auflösen und dann spricht das Ego auch nicht mehr negativ mit dir. Ja, dann ist hier irgendetwas Offizielles vorbei. Online, okay, muss man mal weiter gucken. Also du kriegst hier eine Meldung, Meldung online, also kann sein, dass du eine Mail bekommst oder irgendeine andere Meldung online, dass irgendwas Offizielles vorbei ist. Und das macht dir auch Angst und da denkst du auch drüber nach. Was weiß ich noch nicht. Du erlangst Wissen durch diese Meldung von einem Objekt, was auch immer dieses Objekt ist. Und das ist auch weniger, sind auch Glaubenssätze dran, aber du brauchst das bloß noch annehmen. Das ist praktisch nichts weiter schlimm. Du kriegst eine Meldung und erfährst, dass irgendwas weniger ist, was mit irgendeinem Objekt zu tun hat. Zum Beispiel, hast dir ein Haus gekauft, zum Beispiel, und musst jetzt noch Grundsteuer oder sonst irgendwas zahlen und kriegst jetzt hier die Meldung online von offiziellen Stellen, dass dieses Objekt, sprich Haus, einfach weniger kostet, zum Beispiel als Grundsteuer, als du geplant hast. Das kann genauso sein. Also einfach nur annehmen, das ist nichts Schlimmes. Aha, hier ist irgendetwas vorbei. Wo du dich dazu entschlossen hast, also was ein Entschluss war und was sich entwickelt hat. Und was sich entwickelt, ist immer gut, weil das ist keine spontane Entscheidung, das ist keine unüberlegte Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die gereift ist und die hat mit deinem Körper zu tun und hält auch meistens her. Wenn du jetzt, wenn wir jetzt vom Abnehmen zum Beispiel reden, was hier sein könnte, dass du schon so oft probiert hast, weil hier ist ja dann die Angst, und das ist immer schief gegangen, darum kommt diese Angst, du aber diesmal diese Entscheidung sich entwickeln hat lassen. Du hast das angeschaut und das angeschaut, du hast darüber nachgedacht, das ist wieder verworfen, wieder neu angefangen. Und das hat sich jetzt entwickelt und eine Entwicklung kommt in den Fluss. Was ich gesagt habe, was sich entwickelt hat, hat auch Hand und Fuß und kommt jetzt auch wirklich in den Fluss und hier kommt auch wirklich Geld in den Fluss. Das ist sehr schön, das ist sogar sehr viel Geld, das sind meine einzigen drei Karten, die auf Geld hinweisen können. Gas ist sowieso Geld, das ist aktiver Fluss, wo Geld in Klammern steht und Reichtum kann man natürlich auch mit Geld assoziieren. Das heißt, das sind die einzigen drei Karten, die mit Geld zu tun haben. Das hier ist viel Geld. Dann haben wir noch eine Lüge über ein Objekt aus der Vergangenheit. Also, jetzt schauen wir erstmal, ob du das alles siehst hier, wie ich das so hingelegt habe. Ja, du siehst alles wunderbar. So, also lieber Krebs. Du hast viel vor im August, was dir auf einer Seite Angst macht, du dich aber entschlossen hast und auch entwickelt hast und das, so wie es liegt, auch wirklich durchzieht, weil du jetzt irgendwo eine Art und Weise, einen Drang fühlst, dich berufen fühlst, das jetzt auch wirklich mal zu tun. Es musste sich entwickeln, es hat sich entwickelt und du kannst das auch durchziehen. In dem Fall, wenn es die Berufung ist, hängst du wirklich fest dran und du tust dann auch was dafür und da ist nur der Rat, such dir deine Glaubenssätze raus, die da immer wieder nerven und immer wieder sagen, oh, kann ja doch nicht gehen, weil du wirst trotzdem dranbleiben und umso mehr du da auflöst, umso mehr du erkennst, wo die Angst herkommt, eben aus der Vergangenheit, umso mehr kannst du es auflösen und umso leichter wird es gehen.
Also hier hast du wirklich was vor, etwas, was dich schon lange nervt, aber du jetzt anfängst und richtig schön wird. Dann transformierst du dein Umfeld, dein Heim, was ja hier auch dein Körper sein kann, aber auch hier mit Sicherheit, weil die Transformation auch auf dein Heim liegt, die haben uns die Plätze getauscht, passiert auch irgendwas mit deinem Heim. Und das können jetzt angefangen von neuen Gardinen bis eben wirklich ein Umbau sein. Hier transformierst du irgendwo dein Heim, wo es dir nicht mehr gefallen hat. Hier fängst du auch ein Hobby an, was mit dem zu tun haben könnte, was aber auch irgendwie bewusst gemacht wird durch deine Lebensgestaltung. Vielleicht fängst du Federballspielen, Squashspielen oder das Laufen an oder sonst irgendetwas. Wie man es hast du hier ein Hobby und das machst du ganz plötzlich. Ganz plötzlich kommt dir die Idee eines Hobbys, macht dir natürlich am Anfang gleich wieder Angst und Sorgen. Ja, Krebs haben gern Angst und Sorgen, wenn sich etwas verändert, aber das geht genauso gut. Da brauchst du dich überhaupt keine Sorgen machen. Dann haben wir hier das Offizielle. Das wird weniger, das ist nämlich auch vorbei. Das liegt auf die Mäuse und das sagt hier auch schon vorbei. Jetzt ist etwas Offizielles vorbei, ist aber absolut ein Vorteil für dir. Also du bist hier wirklich reich an Geld. Das kommt wirklich so, wie ich es meine. Hier kommt Geld ins Haus. Du wirst es erfahren. Wissen erlangen davon und kannst dich sehr freuen darüber. Auch das war eine Entwicklung. Auf der anderen Seite hast du noch eine Lüge aus der Vergangenheit, die jetzt auch aufkommt, die absolut wieder mit dem Objekt zu tun hat. Könnte wieder das Haus sein, könnte aber auch ganz was anderes sein. 27, das ist die Nachricht, eine Nachricht von einem Objekt, wo Lügen in der Vergangenheit Wissen erlangen, liegt auch was Offizielles. Ja, es ist im weitesten Sinne, könnte das C-Objekt sein, was ich meine, wo man dann jetzt rausfindet, dass das eine Lüge war und gar nicht so krass ist oder dass man gar nicht, am besten das gar nicht macht, weiß ich nicht. Das annehmen, es kann aber auch ganz ein anderes Objekt sein. Was aber auf irgendeine Art und Weise offiziell irgendwas sein muss, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, also das musst du selber entscheiden, du weißt mit Objekte und ich, das haut nicht hin. Das kann jetzt ein Motorrad sein, wo du keine Ahnung wie viel Steuern dafür bezahlt hast und jetzt kommt raus, dass es war eine Lüge im weitesten Sinne, die ja nicht immer absichtlich sein muss, aber wo es heißt, die Steuerklasse war völlig verkehrt, zum Beispiel. Das könnte jetzt auch sowas sein. Das kommt jetzt eben auch raus. Kann aber auch ganz was anderes sein, dass... Weil die Lüge liegt auch auf Geld. Also und Geld hier kommt hier in Fluss. Es könnte sein, dass hier eine Rückzahlung ist. Eine absolute Rückzahlung mit einer schönen Summe für dich. Es ist immer relativ, was du, wie du es siehst. Wie viel das ist. Also was für dich wirklich Reichtum ist und was für dich Armut ist. Also das ist bei jedem verschieden. Da kann ich nicht sagen und will auch gar nicht sagen, wie viel. Aber viel für dich. Das ist, also ich habe hier eigentlich keine schlechte Nachricht. Ich habe ja eigentlich nur gute Nachrichten, weil sich all die ganzen schlechten Sagen hier einfach auflösen. Durch Energie, durch Entwicklung, weil hier entwickelt sich der Körper. Es geht voran durch die Vergangenheit, die zwar Lügen waren in der Vergangenheit, aber trotzdem, man erfährt die jetzt Wissen erlangen und dadurch kannst du alles in Ordnung bringen und auch hier wirklich, ja, hier fließt Geld. Kann ich sagen, was ich will. Fangen wir mal an hier. Arbeit liegt in der Vergangenheit. Also es geht voran. Was du in der Vergangenheit getan hast, geht jetzt voran. Also wenn du in der Vergangenheit schon eine Arbeit hast, die jetzt wieder neu angefangen hat zum Beispiel, geht die voran, wenn du irgendwas studiert oder gelernt hast und dann arbeitest du in dem, was du gelernt hast, jetzt aus der Vergangenheit jetzt und auch das geht voran. Also das kann man bloß annehmen. Hier ist natürlich auch in der Arbeit manche Sachen nervig. Da sind aber auch viele Glaubenssätze dahinter. Weil es ist im Grunde deine Berufung. Das Objekt, was immer du in der Arbeit brauchst, machst du irgendwie gerne. Du hast dir das lange überlegt. Es ist nicht alles so, wie du meinst. Da ist eine Art Lüge mit drin. Aber die kannst du nur annehmen. Weil die Lüge, wenn dir bewusst wird, entzieht es die Energie. Die wird dann weit, die Energie wird dann weit, kommt in die Öffentlichkeit, sobald dir bewusst wird, dann kann man auch damit umgehen. Und du kannst es dann auch, dieses Objekt so gestalten, also umgestalten, sage ich jetzt. Wenn jetzt das
ein Gabelstapler ist und die hat mir versprochen, der soll einen Kran fahren, dann kann man dieses Objekt, okay, ich muss jetzt Gabelstapler fahren, aber ich werde irgendwann Kran fahren. Ich mache jetzt dann noch einen extra Kurs für das Kranfahren und dann komme ich dann schon dahin, wo ich will. So zum Beispiel. Also das muss aber jeder auch wiederum für sich sehen. Vielleicht kann der ein oder andere dieses Objekt umgestalten, dass es dann so wird, wie er möchte, oder. Genau, im Geld liegt eine Lüge, das habe ich schon gesagt, aber das wird eben, der Lüge wird die Energie entzogen, weil sie wird weit, sie wird hell und dann wird sie bewusst, wir Wissen erlangen schon bewusst, dann kann die auch nicht mehr bestehen und kann sich auflösen und hier eben in viel Geld ummünzen. Dann haben wir deinen Partner, der liegt hier, der liegt im Annehmen, auch der hat seine Glaubenssätze und auch der hat hier ein Objekt, aber wo irgendwas ist, wo er jetzt ein Wissen erlangt, also ihr seid da ziemlich einig, ihr habt miteinander eine Berufung, irgendetwas weniger Stress zu haben, was auch mit Gefühl zu tun hat, aber Stress hat immer mit Gefühl zu tun, weil wenn ich mich nerv, dass mein Heim so ausschaut, wie es ausschaut, dann hat das mit Gefühl und Stress zu tun, also ist egal, um was geht, dein Partner steht ihr da zur Seite und habt vielleicht das gleiche Problem und ihr macht es zusammen möglich. Du selber liegst auf der Entwicklung, das heißt, du entwickelst dich sehr weiter und auch deinen Körper und alles, was in der Vergangenheit stillstand, geht jetzt voran und die Vergangenheit geht auch raus, das ist am Ende des Kartenbilds, das heißt, sie wird immer weniger, kommt weniger zu tragen in deinem Leben. Dann haben wir die Liebe, die liegt hier, die liegt online. Das heißt eben, du hast eben eine Online-Liebe oder du bist mit deiner Liebe sehr angebunden, sehr nahe. Dieses Online heißt ja nicht nur Computer, das heißt aber auch im Feld online sein. Und wenn ich rein spirituell, rein energetisch online bin, dann bin ich auch mit dem Menschen, den ich liebe, sehr verbunden. Also das kann hier jeweils sein. In der Partnerschaft bekommt ihr eine Meldung, ein Wissen, was aber auch wieder hier mit Reichtum zu tun hat und mit Geld zu tun hat, also eine sehr freudige Entwicklung. Und auch die Partnerschaft liegt eben im Ins geht voran. Damit ist egal, welche Meldung noch kommt, es schiebt das Ganze nochmal ein Stückchen vor, also wird schöner. Wenn du Tiere hast oder auch nicht, hier nervt irgendetwas, das heißt, kann sein, dass das Tier genervt ist oder nervig ist, aber das ist dann ganz schnell vorbei. Irgendwas ist nicht so, wie du es gerne möchtest oder wolltest, aber das kannst du nur annehmen, dann ist dieses Nervige auch vorbei. Also hast du eine neue Katze zum Beispiel oder überhaupt ein Tier, das hat momentan irgendetwas, was dich irgendwie nervt und dich mutlos macht, ist ein bisschen viel, aber was dich einfach wirklich, ach, wenn dieses nicht bald aufhört, einfach nervt, aber in dem Moment, wo du es annimmst und das Tier sein lässt, wie es sein und nicht wie du glaubst, dass es sein muss. Das ist nämlich der Glaubenssatz, der dazwischen liegt. Du bildest dir ein, Tier muss so und so sein oder dieses Tier muss so und so sein, weil, aus welchen Gründen auch immer, wenn du diesen Glaubenssatz annimmst und sagst, nee, jedes Tier darf sein, wie es ist, dann ist es auch vorbei, weil du es dann mit Gefühl so annehmen kannst, wie es ist. Weil das Tier hat so eine eigene Energie. Okay. Ja, dein Heim, haben wir vorhin schon besprochen, liegt in der Transformation, das heißt dein Heim selber, da wo du wohnst oder eben auch dein Umfeld, dass sich das hier verändert, weil du eben hier absolut Energie in den Körper kriegst, der zwar stresst, aber der auch schön ist. Vielleicht macht man da einfach mehr. Ein Hobby kommt ganz plötzlich zu dir, was dich zwar dann auch strengst und dir ein bisschen Angst macht, aber wie gesagt, also du bist Krebs und alles, was Neues macht, Krebs ja ein bisschen ängstlich, überhaupt kein Problem. Und alle Veränderungen machen Krebse, mögen Krebse nicht so sehr, weil es immer Angst da ist, es könnte ja doch so und so ausgehen, wenn. Also sie denken in die Zukunft im Ego, durch die Vergangenheit und sehen, um Gottes Willen, das könnte ganz fürchterlich sein, bevor sie überhaupt angefangen haben. Also lasst das mal beiseite. Werdet euch klar, dass das Ego ist und hoppala, auf dem Ego liegt auch 16 Klarheit, das heißt, dir wird auch klar, dass das aus der Vergangenheit kommt, dass das ist, was dich jetzt auch mutlos macht, immer diese Vergangenheit und dann wird die Angst schon weniger
Und vor allem liegt das Ego auch auf der Berufung. Das heißt, mit dem sollst du dich jetzt beschäftigen. Das wäre für dich sehr wichtig. Und hat auch mit deinem Körpergefühl zu tun oder dein Gefühl in deiner Familie könnte auch sein. Deine Familie liegt in der Öffentlichkeit. Das heißt, die Familie wird weit, wird zugänglicher. Hier fließt alles besser. Man verbindet sich besser. Hier ist online. Eine Entwicklung ist da. Auch irgendetwas Offizielles. Sprich, keine Ahnung, irgendein Kind geht noch in die Schule zum Beispiel. Oder du musst mit deiner Familie irgendwo auf offizielle Sachen irgendwas ausfüllen. Oder. Das kann jetzt eine Kleinigkeit sein. Also das muss jetzt nicht schlimm sein. Ist auch wahrscheinlich gar nicht schlimm. Aber die Familie wird weit, wird zugänglicher und besser. Dein Glück liegt im Bewusstsein. Das heißt, umso bewusster du wirst dir selber, so mehr du in dir selber ruhen kannst, je mehr in deiner Mitte bist, ohne Angst der Vergangenheit, umso besser wirst du Partner deines Lebens und Partner, dass es vorangeht, dass es hier wirklich mit großen Schritten vorangeht, weil du transformierst hier schon, das ist richtig schön. Ja, ach so, entschuldige, ich war wieder zu lang, habe zu lange geschwafelt, was ich vergessen habe, war deine Hauptenergie. Die ist Gesundheit. Das heißt, du hast deine Hauptenergie im August auf Gesundheit. Spricht jetzt für das hier, was ich gesagt habe, auf dem Körper, dass du hier wirklich was zu deinem Körper tust oder auf dein Heim, dass du dein Heim so umgestaltest oder veränderst, dass es für dich gesünder ist auf irgendeine Art und Weise. Auch dieses Hobby spricht dafür, was hier auf einmal auf ganz plötzlich kommt und vielleicht auch mit deinem Partner zu tun hat. Dein Partner liegt hier, wie komme ich jetzt gerade darauf, ob das ist vorhin gesagt, aber der auch Stress hat, ja genau, der macht ja, hat ja auch dieses Körper und das habe ich ja möglicherweise mit dem Hobby gleichgesetzt, muss aber nicht sein, aber dieses Hobby kommt plötzlich und der August ist von Gesundheit geprägt im weitesten Sinne, das heißt, du wirst ihr auf irgendeine Art und Weise zu deiner Gesundheit beisteuern, irgendetwas dafür tun, oder zumindest darüber nachdenken. Das hier sagt auch diese Energien. Der August wird schön mit großen Erfolgen, mit Überraschungen, mit plötzlichen Eingebungen, die du dir selber gegeben hast und du wirst dir mehr und mehr bewusst. Alles, was hier blödsinnig liegt, wie der Stress und die Sorgen hier, die kommen, die werden transformiert, dadurch kommt ja diese Veränderung und diese Angst kommt einfach nur aus deinem Ego, weil sich irgendetwas verändert, weil du darüber nachdenkst und dir klar wird, du musst was verändern. Und das macht einem immer ein bisschen Angst, aber nicht schlimm. Ansonsten, lieber Krebs, hier liegt viel Geld, bin ich begeistert für euch. Es sollte alles gut werden. Es ist ein richtig geschäftiger Tag und du wirst im August viel Erfolg haben. Damit schließe ich und wünsche dir alles Liebe, lieber Krebs.